Wir könnten uns dort unauffällig in den Hafen begeben und versuchen, etwas über dieses Elixier herauszufinden. Das wäre aber riskant. Hat da jemand Ideen zu? Ich nehme an, die anderen sind auch da. Ja, dann könnt ihr das natürlich bei einer Offiziersbesprechung machen. Nun, ich vermute, dass ihr entweder eine der Rächerin von Lycosa gefangen nehmen könntet, oder aber, nun ja, ihr stürmt direkt den Kriegshafen. Dann solltet ihr mit eurer Arche allerdings, nun ja, benutzt die Mannen, die ihr gebucht habt. Ich würde eine Natürlich. dritte Möglichkeit vorschlagen, ein Kommando unternehmen, das heimlich in die Festung oder den Lagerort dieser Elixiere eindringt, sie stiehlt und sich schnellstmöglich zur Flucht wendet. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Und so haben wir 250 Söldner, wenn wir sie nicht benutzen. Und den Hafen von Boran gleichzeitig zu treffen, wäre ein... Wissen wir um die Besatzungsstärke der örtlichen Garnison? Ich erinnere mich mal an Boran zurück, aus die... Was fällt mir noch ein, wie die in etwa aufgestellt waren? Also, Ja, die haben wir waren ein... ja an der Garnison auch. Die... Nein. Die haben einen gigantischen Wall auf jedem Turm, der ja einige Meter voneinander entfernt ist. Gibt es Karmodgardisten auf dem Felsen, wo du damals Belharion Menning den Arm abgeschlagen hast, wimmelt es vor Karmodgarde. Der Kriegshafen allerdings, damals lag dort eine Dämonenarche, die erste, die ihr erblickt hattet, vor Anker und der ist noch einmal extra abgeschirmt, die Kaserne. Da kommt man über Land gar nicht rein, beziehungsweise durch ein Tor mit Kamortgarde. Über See wäre das natürlich mit einer Dämonenarche wesentlich einfacher. Ich erinnere mich noch daran, dass unauffällig in den Kriegshafen selbst einzudringen eine kleinere Unmöglichkeit war. Wir haben das damals bereits einmal versucht. Der ist nochmal ordentlich abgesichert. Wir könnten natürlich von der Seeseite aus angreifen. Mit voller Mannstärke und der Arche. Dann können wir dort direkt an Land gehen, zuschlagen und es dann wieder verziehen. Wir müssen dann allerdings darauf spekulieren, dass keine andere Dämonenarche vor Ort ist. Das sollten wir erst herausfinden. Und ansonsten könnte sich dieses Gefecht länger hinziehen, als uns gut ist. Ich würde euch gerne daran erinnern, dass wir bereits Probleme hatten mit der nun Verteidigungsbesatzung von Helmport und das ist nur ein kleines Dorf. Boran hingegen, wie ich es verstanden habe, ist eine Stadt. Wir wollen Boran auch nicht einnehmen. Wir wollen nur in den Hafen eindringen und das Lager plündern. Jedoch, Außerdem haben wir jetzt doppelt so viele Leute. nun jedoch entsprechend wird eine Großstadt ein Vielfaches an Verteidigungstruppen haben. Geschweige denn Paktierer. Vielleicht sollten wir das Problem von zwei Seiten angehen. Ein Ablenkungsmanöver und gleichzeitig ein Kommando unternehmen. Ja. Boran. Wir könnten einen Rebellenüberfall. Es gibt davon ja wirklich genug auf Maraskan. Irgendwo auf der anderen Seite der Stadt fingieren. An Wir den Toren. könnten. Jasper, wisst ihr genau, wo dieses Zeug gelagert wird? Ob es erst eher im Kriegshafen ist oder eher im Palast von der Hexe? Nein, meines Wissens wird das direkt exportiert, also für die Kriegsführung. Lady Majida ist nur die Truchsess, die Verweserin des Thrones. Sie nennt sich selbst Königin. Auch wenn sie wird von Helme Harfax geduldet, da nur eine einheimische Boran halten kann, auch das weiß er. Wie gesagt, es wird produziert und dann über wahrscheinlich eine der vielen Archen, die Harfax unterstehen, abtransportiert. Ich vermute also, es wird irgendwo im Kriegshafen in der Garnison zu finden sein. Wir waren dort das eine oder andere Mal vor Anker. Ja. Wir könnten versuchen, mit der Arche die Mauer zu durchbrechen, an Land zu gehen, die Lager zu plündern und wieder raus zu sein, bevor sich genug Leute im Hafen versammeln können, um ihn ausreichend zu verteidigen und uns zurückzudrücken. Das einzige Problem werden die Verteidigungsgeschütze sein, aber da kann Bronn sicher was dran tun. Der Wir Plan müssen gefällt mir. bedenken,
All das wollen wir tun, bevor wir diese Seeschlange fangen und das Schiff wieder nun in voller Stärke zur Verfügung steht. Nun, noch läuft es nicht, wa? Nun, es wehrt sich. Jedoch müssen wir bedenken, es wird Verluste geben. Und vielleicht nicht wenige. Die gibt es immer. Ach, Mart, euch wird der Plan doch sicherlich auch gefallen. Den Hafen stürmen, der Kamm hat gerade auf die Fresse hauen. Achmed schaut grimmig in die Runde. Klingt nach einem Plan. Und ihr wollt es ähnlich machen wie in Helmport. Und schaut ein wenig verachtend zu Jalan. Achmed, Helmport mag gut gelaufen sein. Aber der Kriegshafen ist stark befestigt. Ohne Geschütze kommen wir da nicht rein. Nun, solange ihr auf die Geschütze zielt und nicht auf die Häuser, wo Zivilisten drinne wohnen. Glücklicherweise sollte man auf die Häuser zielen? Jemals. Glücklicherweise ist es ein Kriegshafen, dort werden vermutlich keine Zivilisten sein. Und wenn doch, hat Bronn viele, die wichtiger sind als unbewachte Häuser. Garinor, ihr versteht euch doch mit unserer ansässigen Hexe ganz gut. Nun, ich würde behaupten. Kann sie, wenn wir, sagen wir, 40 bis 50 Meilen vor Boran liegen, herausfinden, ob sich eine Arche dort befindet? Ich werde sie fragen. Captain, ich halte es nicht für einen guten Plan, Boran frontal anzugreifen. Nein, angreifen definitiv nicht. Auf jeden Fall nicht landen. Doch ablenken, um dann ein Kommando hineinzuschicken, das schon eher. Wir sollten es still, klamm, heimlich tun. So wenig wie möglich Aufmerksamkeit erregen. Um dann zu verschwinden. Wollt also mit einer kleinen Truppe, sagen wir 10 Mann, in den gut besetzten und gut bewachten Kriegshafen eindringen? Ihr seid doch schon einmal in ein gut gesichertes Gebäude eingedrungen, nicht wahr? Ja, und dieser Trick wird sicherlich kein zweites Mal funktionieren. Damals waren wir zu zweit, nicht zu zehnt. Vielleicht sollten wir es auf 5 bis 6 Leute beschränken. Fähige Leute, die was können. Sich unauffällig bewegen. Auch innerhalb der Stadt. Vielleicht wollt ihr es nachts tun. Natürlich tun wir es nachts. Was wäre nützlich, wenn auch nur einer von uns aussehen würde wie ein Maraskaner? Kamadgarde besteht aber nicht aus Maraskanern. Ebenso wenig die Bluttempler. Stimmt, eventuell kein. Haben wir nicht noch die Rüstung von den Gardisten, die wir getötet haben? Ja, die haben wir. Carino, wie gut seid ihr im Fälschen von Dokumenten? Ich habe es noch nie getan. Ich hatte einen ledigen Grund dafür. Genau, das hattet ihr aber im letzten Mal getan. Wir könnten mit der Arche einlaufen. Und behaupten, wir würden eine Nachschubaufnahme aushandeln wollen oder so. Wäre riskant. Nun, Sie werden wissen, dass dieses Schiff hier nicht unbedingt mehr zu Ihnen gehört, sondern eher zum Feind. Dieses Schiff gehört Xeran. Xeran und Hafak sind sich nicht auf gutem Fuß. Sie könnten vortäuschen, überlaufen zu wollen. Nun, ich denke, die Nachricht, dass dieses Schiff an uns gefallen ist, hat sich mittlerweile verbreitet. Vor allem nach Helmport. Helmport ist noch gar nicht so lange her und auf dem Landweg brauchen die unglaublich lange. Das könnt ihr abschätzen. Es ist Maraskan. Und zwar auf der anderen Seite. Genau das. Wir haben die Magier alle getötet. Stimmt schon. Nun jedoch, irgendwer wird die Nachricht überbracht haben, dass die Gezeitenspinne bzw. die Perlenwacht nicht mehr unter dämonischer Führung ist. Glaubt ihr, dass irgendein Kamhot-Gardist, der nach Helmport abgeschoben wurde, die Gezeitenspinne vom Aussehen her erkennt? Die werden nur gewusst haben, dass es eine Arche war. Ich glaube, so viele Archen gibt es nicht, dass man die nicht unterscheiden kann. Nun, diese Einschätzung kann ich leider nicht treffen. So viele Kamhot-Gardisten habe ich nicht kennengelernt. Wisst ihr denn, wie die Galeerenbrecher aussieht?
Nein. Wisst ihr, wie die Wurzelkaiserin aussieht? Nein. Wisst ihr, wie die Boransdorn aussieht? Nein. Woher wollt ihr sie dann voneinander unterscheiden, wenn ihr sie vor euch habt? Das ist ein Argument. Nun, das sähe vielleicht anders aus, wenn man ein Paktierer wäre, der eventuell schon einmal andere Archen gesehen hat. Nun, sie haben ihren Namen ja nicht unbedingt vorne drauf geschrieben. Mir gefällt allerdings der Gedanke nicht einmal mehr, so zu tun, als würden wir zum Feind gehören. Ja, ich denke auch, das wird unserem werten Ahmad nicht gefallen. Wir können im Schutze der Nacht in den Hafen laufen und hoffen, sie denken, wir gehören zu ihnen. Dann gehen wir an Land. Mit allen Leuten. Plündern das Lagerhaus und ziehen uns innerhalb von 10 bis 15 Minuten wieder zurück. Haben wir einen Plan von Boran? Ja. Wo befindet sich dieses Lagerhaus? Das wiederum wissen wir nicht. Das sollten wir aber wissen, oder? Aber es gibt nicht viele große Gebäude im Kriegshafen. Sollten wir nicht wissen, wohin wir wollen, wenn wir einen Plan schmieden? Wir könnten versuchen, Kontakt vor Ort in Boran Kontakt zu unseren raskanischen Freunden. Zu unseren maraskanischen Freunden aufzunehmen. Die können uns da sicherlich aushelfen, wenn sie noch am Leben sind. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich unauffällig ist, mit 200 Leuten an Land zu gehen. Und dann nicht. Im Rücken. In dem Moment, in dem wir dann an Land gehen, wird die Unauffälligkeit fallen gelassen. Aber der Schock wird ausreichen, dass sie uns nicht rechtzeitig genug Leute entgegenwerfen können, um uns zurückzudrücken, bevor wir haben, was wir brauchen. Das hier ist keine Einnahme. Das ist ein schneller Schlag und dann ein Rückzugsgefecht. Zurück auf die Arche und raus hier. Ich kann euch nur beraten, ihr müsst die Entscheidung treffen, Kapitän. Erst einmal werden wir herausfinden, ob eine weitere Arche dort vor Anker liegt. Ansonsten sitzen wir sowieso nur eine Woche rum und drehen Däumchen. Also, Kurs südwärts, Karinor, fragt eure Hexenfreundin. Und von dort aus können wir entweder mit der Feuerengine an Land gehen und uns unauffällig bewegen oder den Hafen stürmen. Gut. Es gibt natürlich auch immer die Möglichkeit, dass wir es eventuell einfach monetär erwerben. Vielleicht sind sie gewillt zu handeln. Ja. Handel. Wir haben lange genug mit denen gehandelt, meint ihr nicht? Natürlich. Ich wollte nur klarstellen, dass es die Möglichkeit gibt. Nicht, dass es strebenswert wäre. Nun gut. Kurs südwärts. Okay. Gezeitenspinne. Dann wollt ihr wie fahren? Ihr könnt den Kurs einmal selbst bestimmen. Nehmt den Seeadler-Token, nehmt das Gezeitenspinne-Token und mit Leertaste könnt ihr dann den Plan abstecken. Sonst mache ich es. Entschuldigung, was? 440 Meilen. Ach so. Dann liegt die hier. 440 Meilen. Sind noch einmal 16, sind noch mal 15 Stunden, die ihr unterwegs seid. Das heißt, ihr könnt wieder euch durch den Sturm kämpfen, der vor Maraskan liegt, der für eure Gezeitenspinne weniger das Problem ist. Hattet ja den ganzen Tag über lang getankt, damit ihr ja wieder mehr Handlungspunkte zur Verfügung habt und seid dann durch den Sturm marschiert, als wäre es nichts. Mit jedem anderen Schiff müsstet ihr ansonsten harte Probleme haben, die gute Seefahrer dann umkämpfen, denn die Maraskan-Route ist noch nie ein Spaß gewesen. Dann in merkwürdig sommerlichem Wetter könntet ihr wieder dem Winter entkommen und seht vor euch, dass ja mittlerweile leicht rötlich, grünliche, irgendeine Art aus Orange vor euch liegende Maraskan, denn die Farben werden gerade gewechselt im Dschungel, allerdings vor euch immer noch die riesige Bergkette. Und
könnt dann auch Gipflak umgehen, denn ja, hier sollen wohl einige viele Karakile sein, ein Stützpunkt, so sagt Jasper zumindest. Mit großen Schritten geht ihr dann auf der inneren Seite des Sturmes um Maraskan umher. Ein Geschrei von Vögeln, von generell Tieren, die dann euch begleiten auf eurem Weg in Richtung Süden. Und wenn dann die Nacht anbricht, wird der Dschungel erst richtig laut. Und ja, von der Nacht unbeeindruckt kann das Schiff natürlich dann automatisch weiter marschieren. Ihr braucht hier keine Seefahrer, die dann in den Seilen ihre Stunden verbringen. Und wenn dann am nächsten Tage der Morgen wieder anbricht, hält die Gezeitenspinne nur kurz hinter einer Landzunge. Hält einmal an und hier könnte dann weitere Befehle gegeben werden. Laut euren Karten habt ihr jetzt ja ungefähr 50, 60 Meilen Abstand zu Boran. Könnt natürlich auch noch weiter, könnt ihr dann in diese Bucht einfahren, einlaufen. Aber da ist natürlich auch die Gefahr, dass ihr von anderen Schiffen entdeckt werdet. Ich glaube, wir stehen hier erst einmal ganz gut. Ach, ich habe diese Insel wirklich nicht vermisst. Also, Karinor. Ich muss zugeben, dieser Dschungel ist wahrlich seltsam. Ganz anders als in meiner Heimat. Habt ihr mit dieser Hexe gesprochen? Ja, Herr Meister, ich hätte gerne wieder die Nacht mit der Hexe verbracht. Das kannst du tun. Diesmal ist sie allerdings, da deine Magieresistenz wieder normal ist, für dich weniger erholsam und die Hexe freut sich umso mehr. Damit habe ich absolut kein Problem. Aber bevor das Ganze passiert, würde ich natürlich gerne mit ihr reden. Ja, sie kann dir erzählen, dass sie für euch im Prinzip den Hafen erkunden könnte mit einem Hexenbesen. Das ist für sie möglich. Hast du schon einmal etwas von Boran gehört? Weißt du etwas über die Stadt? Ich war noch nie hier, nein. Ich habe allerdings vieles aus dieser Stadt gehört. Wohl einige Hexen, die sich hier relativ offen auf den Straßen bewegen. Ich nehme an, das ist nichts Schlechtes für dich. Sie sind... Nun ja, man kann mit den maraskanischen Hexen nicht wie mit anderen. Sie sind speziell. Wie so vieles auf dieser Insel. Wie alles auf dieser Insel. Wäre es gefährlich, wenn du dort hinfliegst? Ich kann es versuchen. Ich kann auch vor einer solchen Expedition Tarnzauber auflegen, die es mir erlauben, geschützt zu bleiben. Sehr gut. Das Wichtigste ist natürlich, dass du zurückkehrst. Das will ich meinen. Begib dich nicht in unnötige Gefahr. Ja, wenn ihr dann hier vor Anker liegt, kann Elysia vor euren Augen, wird sie unsichtbar. Sie wird sich zunächst nackt auf den Besen setzen, wird unsichtbar und verschwindet dann. Und nach einiger Zeit, ihr werdet hier noch ein bisschen tanken, weiteres Unwasser aufnehmen, steigt sie dann wieder vom Besen, ist ein bisschen verschwitzt und ohne auf ihre Kleidung zu achten, stellt sie sich dann nackt vor Kapitän, also Jalan, vielleicht ist auch Kiaras und Ahmad dabei. Aber mir, ihr ist es halt völlig egal, dass sie gerade nackt ist. Ähnlich wie es bei Romilly auch der Fall war in Helmenport. Diese Hexen haben wohl also eine ganz andere Hemmschwelle. Ich reiche ihr natürlich einen Umhang. Ja, den nimmt sie und faltet ihn sich erst einmal über den Arm, damit sie ihn dann später anziehen kann. Wie gesagt, es ist ihr gerade herzlich egal. Man kann wirklich neidisch werden bei solchen Fähigkeiten. Neidisch auf Hexen? Nun, wollt ihr noch nie fliegen können? Ich wollte noch nie ein Hexer werden. Zieht euch gefälligst an, Vibe. Wenn ihr vernünftig mit mir redet, dann könnte ich darüber nachdenken, diesen Umhang anzuziehen. Ihr solltet höflich fragen.
könntet ihr euch anziehen? Bitte? Bitte. Ja, mach ich. Und in aller Seelenruhe streift sich dann das Gewand von Kiaras über. Ich schmunzel. Nun, jetzt da wir alle wieder hinreichend bekleidet sind, wir wären euch sehr dankbar, wenn ihr euch nach Buran begeben könntet, auf eurem Hexenbesen. Herausfinden könntet, ob eine Dämonenarche. Hat sie schon. Sie ist gerade wieder gekommen. Ah, sorry, habe ich gerade durcheinander geworfen. Ja. Und wir wären euch sehr dankbar, wenn ihr uns mitteilen könntet, was ihr in Buran herausgefunden habt. Dann gebt mir doch einfach mal einen W6. Kommt. 5. Ja. 4 Böcke. Gebt mir mal 2 W6. 7. 7 Rotzen und Aale. Beziehungsweise, nee, gar nicht. 7 plus 10 sind 10 Rotzen und Aale. Sperrketten im Hafen, wobei das für euer Schiff nicht so das Problem ist. Sperrketten können halt umlaufen werden oder zerrissen. Dann gebt mir noch einmal ein W6. Kommt die Galeere. 5. Autsch. Es gibt 2 Skylafotei. Und einmal noch einen W6. Warte, was waren Skylafotei noch gleich? Das erzähle ich dir nicht. Dann möchte ich die 5 gern shippen. Möchtest du diese 5 shippen? Okay, ja. Puh, also hätte ja auch noch andere Sachen kommen können. Wir haben ja zum Glück noch ein paar Chips. Dann gibt jetzt es... Jetzt kommt das für die Eichen. Ja, es ist halt ein W3, ne? Dann sind es 2 Skylafotei. W6 minus 3 Kriegsschiffe, beziehungsweise große Kriegsschiffe. Das ist... Was habe ich gesagt? 5 minus 3 sind 2 große Kriegsschiffe. W4 kleine Kriegsschiffe. Das ist die Pyramide. 2 kleine Kriegsschiffe und ein W6 minus 1 Unterstützungsfahrzeug. Mager. Dann sind das 5 Stück. Zusätzlich Gardekämpfer, Söldlinge und Stadtwachen. Die sind allerdings nicht alle in der Garnison. Sie schätzt, es sind ungefähr auf den Türmen sind jeweils mindestens einer. Mindestens. In den Kasernenbaracken halten sich ungefähr 10 auf, vielleicht mal 20. Die sind allerdings müde und schlafen. Es gibt einige Marus, die dort umher patrouillieren im Kriegshafen. Ja, das ist so das. Also ungefähr in diesem Kriegshafen, unabhängig jetzt von diesen Kriegsschiffen, 50 Kamortgardisten. Die sind kein Problem. Nun, das sind viele Schiffe. Das sind in der Tat viele Schiffe. Die Frage ist, wie die bewaffnet sind. Vermutlich nicht zu gut. Wenn wir in den Hafen kommen können, nachts, ohne bis dahin beschossen zu werden, haben wir sie im Grunde im Sack. Denn bis die alle wach sind auf Positionen, die ihre Geschütze ausgerichtet haben, haben wir die Hälfte davon bereits aufgefressen. Du hast keine Arche gesehen? Ja, keine Arche. Mir... wurde allerdings wohl geflüstert, dass es normalerweise eine Arche hier gibt, aber sie ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht dort. Das ist gut. Wissen wir eventuell, ob das eine dieser tauchenden Archen ist? Ich erinnere euch gerne an den letzten Kampf zurück, wo eine der Archen auf einmal unter der Sulman aufgetaucht ist. Die Goldmorgentarantel gehört aber zu Xeron. Nun, vielleicht gibt es mehr solche Schiffe. Aber warum würde sie, wenn sie nur vor Anker liegt, im Hafen unter Wasser sein? Denn die, die wir gesehen haben, hat sich für gewöhnlich über Wasser bewegt und das war immer dieselbe. Verstehe. Wissen wir, wo das Lagerhaus ist? Jetzt. Und so wie ich das sehe, gibt es 2,5 große Gebäude im Hafen. Eins davon wird das Lager sein, das andere die Admiralität. Bloß diverse kleinere Gebäude, in denen sich vermutlich Verwaltung und weitere Lagerbestände befinden werden. Ihr wisst schon, Segel, Taue, Holz, das Übliche. Munition.
dieses große dieses große Achteck im Osten der Insel, der Landzunge, dies ist wahrscheinlich der Herrschersitz, oder? In der Tat ist er das. Wenn sich dort dieses Elixier in Mengen befindet? Das glaube ich nicht. Zumindest glaubt Jasper das nicht. Und so hinterhältig er sein mag, ich bin bereit, hier seinem Urteil zu vertrauen. Habt ihr Kontakte in Boran? Vielleicht. Vielleicht sollten wir... nicht. Emira Misamo ist tot. Wie wäre es lieber, wenn wir wissen, wo sich das Elixier genau befindet? Mir geht es ähnlich. Wenn wir nicht einmal wissen, wo wir hin müssen, kann das Ganze sehr schnell schieflaufen. Wir könnten uns, sobald wir im Hafen sind, einfach jemanden packen, der wichtig genug aussieht und überfragen, aber das einfach des Gefechts nicht leicht sein. Und ich fürchte, alle, die wichtig genug sind, werden versuchen, uns zu töten. Nun, Jasper hat doch von Schlafgift gesprochen. Vielleicht können wir damit jemanden ausschalten. Nun, dann würde aber betreffende Person schlafen und wir müssten sie mitnehmen und gegebenenfalls noch einmal angreifen. Wir sollten Jasper nach Wahrheitsserum fragen. Wir könnten versuchen, uns unauffällig in Boran einzuschleichen und einen Offiziere oder überhaupt nur einen in der Garnison arbeitet, zu packen oder zu befragen. Ja. Ja, ein direkter Angriff wäre Selbstmord, denke ich. Das glaube ich nicht. Wie gesagt, sobald wir erst einmal drin sind. Wenn wir reinkommen, ohne beschossen zu werden, haben wir die Sache im Grunde im Sack. Nun, aber schaut euch die Karte an. Wieder aus dem Hafen hinauszukommen, könnte genauso problematisch werden. Dann sprinten wir hinaus, schneller als sie schießen können. Schneller als sie die Schütze überhaupt drehen können. Wir sollten Jasper fragen, was dieser Skylo-Fatei ist. Dieses Wort sagt mir nichts. Mir auch nicht. Vielleicht sollten wir Jasper fragen. Ich hole ihn. Ja, wird Jasper geholt. Es wird auch Kohlrab geholt. Nein, es wird Kohlrab nicht geholt, die wird wieder pissig. Nein, die wird nicht geholt. Ja, meine Herren, wie kann ich euch bedienstlich sein? Jasper, wir brauchen einmal mehr eure magische Expertise. Selbstverständlich, deshalb bin ich hier und ich freue mich immer, wenn ich gefragt werde. Allerdings bin ich auch etwas, er runzelt so ein bisschen mit den Augenbrauen, überrascht, dass diese Besprechung ohne mich begonnen hat, anstatt dass man mich gerufen hat. Einmal mehr. Nun, wir haben direkt begonnen, als die Hexe ankam. Ja. Und ihr habt mich nicht gerufen? Wir waren natürlich davon überzeugt, dass ihr sehr in eure Expertise vertieft seid. Ich bin mir sicher, eure alchemistischen Vorgehen gehen wunderbar voran. Wir wollten euch nicht stören, bevor wir genaueres wissen. Das ist sehr gütig von euch. Also, meine Expertise, ja, wie kann ich euch helfen? Und fangen wir mit einer einfachen Frage an. Was ist ein Skyla... Skylafotai? Ein Skylafotai? Ja. Genau, so. Eine dämonische Wesenheit der niederen Sphären der unheiligen Tochter, die tief verdrängt worden ist. Eine Art rotschillernde Quallengestalt, überlange Nesseln, die das Wasser zum Kochen bringen kann. Sie kann normale Schiffe in Brand setzen. Ihr müsstet das einmal riechen. Es stinkt entzündlich, vor allem wenn sich das Teer, was normalerweise zum Verdichten benutzt wird, entzündet. Ganz unbequem. Und vor allem, wenn dann Menschen in einem Kampf in dieses Wasser fallen, es riecht als... Gekochte Menschen. Ja, genau. Die Haut wird ihnen... Das Fleisch wird ihnen von den Knochen geschält. So heiß ist das Wasser. Es kocht tatsächlich. Sie haben nur eine geringe Beweglichkeit, daher sind sie vor allem Wächter bei Hafeneinfahrten. Das heißt, sie sind für uns ja kein Problem. Kein großes zumindest. Und ins Wasser fallen ist auch so tödlich hier.